Für viele europäische und internationale Oldtimer-Enthusiasten gilt die Retromobil in Paris als der Saisonauftakt im neuen Jahr. Hier trifft sich das Who is Who der Szene und das zieht auch die wohl bedeutendsten Händler Europas mit entsprechend hochwertigen Fahrzeugen an. Auch in diesem Jahr waren es die Sport- und Rennfahrzeuge, die die Speerspitze bildeten. Darunter Marken wie Bugatti, Talbot, Pegaso und natürlich auch Porsche, McLaren, Maserati, Alfa Romeo und Ferrari. Wer über die großen Concours d'Elegance Events der Welt im Bilde ist, konnte auf der Retromobil einige der Fahrzeuge an den Verkaufsständen wiederfinden. Darunter war beispielsweise der Jaguar XK120 Flying Mile Rekordwagen von 1953, der vor einigen Jahren am Concorso d'Eleganza zu sehen war. Die wohl auffälligste Händlerausstellung war die Alfa Romeo Zusammenstellung am Stand von Lukas Hüni, passend zum 110-jährigen Jubiläum der Marke. Hier versammelten sich die wohl wichtigsten Rennfahrzeuge der frühen Renngeschichte, wie die Alfa Romeo Rennfahrzeuge aus der Scuderia Ferrari oder der Alfa Romeo SF 48 Bimotore von 1935. Beeindruckend, weil nur selten zu sehen, war die Aufstellung einer ganzen Reihe von Alfa Romeo Giulietta Sprint Speziale mit Zagato-Karosserie. Kein Fahrzeug gleicht dem anderen. Drei absolute Highlights waren der Alfa Romeo Tipo 33 TT-3 Formel 1 Rennwagen, der Alfa Romeo Giulia Tubolare Zagato TZ von 1964 und das formschöne Alfa Romeo Sportiva Coupé mit einer Karosserie von Scaglione, von dem vermutlich nur zwei Modelle gebaut wurden. Hinter den ausgestellten Alfa Romeos waren noch drei echte Sportwagen-Raritäten zu sehen. Ein Ferrari 112 Intercoupé mit Vignale-Karosserie, der orangefarbene Lamborghini Miura und ein Ferrari 250 GT Berlinetta Short Wheelbase mit Rennhistorie. Automobile mit echter Rennhistorie waren auch in diesem Jahr im Fokus der Sammler und Interessenten. Das Angebot war groß und es gab für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel das entsprechende Modell. Fiskins zeigte hier das größte und exklusivste Angebot. Ein Highlight war der Ferrari 275 Competizione von 1966, der im gleichen Jahr den Platz 10 in Le Mans belegte. Es ist das dritte Exemplar von nur 12 gebauten Competizione-Fahrzeugen aus Maranello. Gleich daneben der Gulf Mirage GR7 Prototyp von 1972, mit dem zwischen 1972 und 1975 Graham Bell, James Hunt, Jackie X und Hobbs namhafte Rennen wie Le Mans, 24 Stunden von Daytona und die 100 Kilometer am Nürburgring fuhren. Unmittelbar daneben noch ein Ferrari Formel 1 Rennwagen, mit dem Jackie X auf den Rennstrecken anzutreffen war. »1967 wurde auf dem Genfer Automobilsalon der Ford GT40 mit der Fahrgestellnummer P1069 präsentiert. Das Fahrzeug wurde an Shelby ausgeliefert und war Teil der Presseflotte. Zwar überwogen im Großen und Ganzen bei der Messe die Sport- und Rennfahrzeuge aus den 50er bis 80er Jahren, aber natürlich gab es dazwischen auch noch einige Vorkriegsfahrzeuge, wie zum Beispiel den Lago Talbot T26C von 1948 oder auch der Supercharged Squire von 1936 oder auch der Bentley 3,5 Liter von 1925. Wer ein echtes Millimilia-Fahrzeug suchte, der wurde ebenfalls bei mehreren Händlern fündig.
Zum Beispiel der Seata Diana Grand Sport Mille Miglia von 1951 oder der Fiat Otto Vue Mille Miglia mit Vignale Karosserie. Ein Ferrari 195S Intersuperleggera. Oder der Ferrari 340 Spider America mit Vignale Karosserie. Und der Ferrari 250 Mille Miglia am Stand von Simon Kidston. Bei Axel Schütte stand auch noch der rote BMW 507 mit der Mille Miglia Homologation. In diesem Jahr feierte die Karosseriebauer und Designmarke Sagato ihr 100-jähriges Bestehen. Sicherlich mit ein Grund, warum auf der diesjährigen Retromobil mehrere Sagato veredelte Modelle zu finden waren, wie der Aston Martin DB4 Sagato am Stand von Simon Kidston. An einem Stand war an allen Tagen schweres Durchkommen. Wer sich den Weg durch die riesige Menschentraube gebahnt hatte, stand vor dem Rennwagen, den die Presse im Allgemeinen als The Most Sexy Car bezeichnete, den Ferrari 330 P4. Nicht weit weg war der Porsche 917 mit der psychedelischen Bemalung zu bestaunen. Weitere Highlights unter den Rennfahrzeugen auf der Messe waren der erste Formel 1 Ferrari von Michael Schumacher, der Bugatti EP110 und der Porsche 917 von 1971. Gerade was die Rennsportwagen und Exoten betrifft, finden sich bei der Retromobil immer mehr jüngere Fahrzeuge. Die Besucher der Messe nehmen den Trend an. Schließlich sieht man nicht alle Tage einen Ferrari 550 Maranello Baujahr 2001, der bei den 24 Stunden in Spa von sich reden machte. Richard Mille widmete den McLaren Rennlegenden eine Sonderausstellung. Im Mittelpunkt war natürlich der McLaren F1 von 1998. Ältestes Fahrzeug in der Ausstellung war der McLaren M6 GT von 1968, der bei McLaren entwickelt wurde, aber nie in Serie ging. Kunstvoll bemalt, vom französischen Künstler César, ist der McLaren F1 GTR von 1995 ein echtes Unikat. In einem Gulf-Design gehüllt ist der F1 GTO 20R von 1997. Fast unscheinbar wirkt der McLaren Senna GTR am Ende der Aufstellung. Natürlich durften auf der Messe in Paris die französischen Automobilmarken nicht fehlen. Wer nun Lust bekommen hatte, sich auch einen Oldtimer zu kaufen, aber das nötige Kleingeld gerade nicht parat hatte, konnte für sich in einer der weiteren Hallen auf der Handelsfläche für Fahrzeuge unter 25.000 Euro das ein oder andere schöne Exemplar in Betracht ziehen.